Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im ETS. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was werden wir heute machen? Und zwar, ich kann es euch sagen, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Also eigentlich habe ich gar nichts vorbereitet, aber ich habe was vor mit euch. Und zwar, wir werden heute mal einen Scania-Händler besuchen. Wir haben ja so einen schönen Volvo mit 750 PS. Leider ist es uns noch nicht möglich, die neuen Scanias zu kaufen. Mir die Scanias hier eben. Und da fehlen uns ja hier noch einige. Na, gerade der hier mit 730 PS. Wir sind leider erst bei der 620 PS Variante. Mit Level 25 aber wird sich alles ändern. Level 23 sind wir aktuell. Aber wir werden uns trotzdem das gute Stück hier gönnen. Ein Scania V8 als Schwerlast. Und da müssen wir erstmal ein bisschen was machen. So, passt mal auf. Den werden wir uns jetzt mal hier schön tunen und zusammenbauen, weil dieser Wunsch kam nämlich auch auf. Wir müssen noch mal ganz kurz schauen, was wir für ein Getriebe reinbauen. Wir bauen das 12-Gang Retarder Getriebe rein. Das Interieur gestalten wir hell. Die Farbe, das wird schwierig werden. Ich frage mich sowieso, warum ich hier so extrem wenig Farben drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege, mir gefällt das extrem gut, muss ich wirklich sagen. Also das finde ich richtig gut. Oder mir gefällt aber auch das sehr, sehr gut hier. Aber das ist halt so richtig Schwerlast, ne? Irgendwie. Das sieht kacke aus. Oder hier so ein olles, nee, so ein Scania-Ding, das hauen wir uns nicht drauf. Das sieht echt kacke aus. So, wir müssten aber eigentlich, müsste ich doch viel, viel mehr Dekors haben. Wo sind denn die überhaupt alle? Ich finde das echt nice, obwohl das auch echt cool ist. Ich überlege, farbtechnisch. Was könnten wir machen? Oder nehmen wir den? Komm, wir nehmen erstmal den. Wir nehmen erstmal den als Standard. Komm, scheiß drauf. So, pass mal auf. So, dann können wir aber hier noch ein bisschen was verändern. So, ich habe mir ein, zwei Mods auch geholt. Einmal haben wir hier Equipment ohne Ende. Das mit den Fahnen. Aber die Fahnen machen wir uns auch nicht drauf, muss ich dazu sagen. Ich hasse diese Fahnen. So, Spiegel in Wagenfarbe, Standard. Dann könnten wir uns hier schon ein schönes Scania an die Seite ballern. Da gefällt mir eigentlich das Schild ganz gut. Und dann die Türgriffe. Das finde ich eigentlich etwas dezenter hier. Das sieht schon wieder sehr pornös aus, ne? Okay, komm, dann machen wir das mal. Die Türgriffe auf jeden Fall. Das. Dann die Trittbretter natürlich. Wir werden mal so richtig übertreiben, ne? Also so richtig auf den Lolli hauen. So, dann machen wir die Trittbretter. Das ist ganz cool. So, was gönnen wir uns? Schöne Michelins. Na klar gönnen wir uns Michelins, oder? Die ganz dicken hier? Ne, wir gönnen uns die hier. Die sehen gut aus, oder? So, nur mit der Felge müssen wir schauen, was wir da machen. Die haben wir neu gekriegt. Okay, interessant. Die finde ich ja nach wie vor immer noch nice, ne? Muss ich echt mal zugeben. So, na, pass mal auf. Machen wir uns hier diese Spitzen dran. Die finde ich auch so cool. Spitzen könnte man ja sogar. Eigentlich im Wagenfarbe so ein bisschen. So. Und den Kranz, den machen wir tatsächlich rot. Und dann blau, das passt absolut überhaupt nicht. Wir machen die doch verchromt. Wir machen nur so eine Penöpis drauf. Oder hier so eine abgehackten Spitzen. Das geht natürlich auch. Und außen den Kranz. Das vom Duff Pack. Übrigens ganz cool eigentlich.
So vielleicht? Ich überlege noch. Ich glaube, das sieht echt ganz nice aus. Ja, komm, so mach mal das. So, jetzt müssen wir natürlich... Ach du Scheiße, jetzt müssen wir ja alle so machen, ne? Was mal den... Ach so, das sind ja die hinteren. Die kriegen das Design. Schön verchromt auf jeden Fall. Oder zweifarbig wäre natürlich vielleicht. Nee, ich mag diesen verchromten Shit. Ich glaube, das Verchromte, das ist einfach 10-mal geiler. So, guck mal, das müssen wir jetzt auch noch anpassen. Dann nehmen wir auch diese abgekanteten Pinöpis. Dann hier müssen wir... Warte mal, was hat man jetzt hier genommen? Nur diesen Kranz, ne? Wir nehmen mal das hier. Ne, wir nehmen den Kranz. Und das hier nehmen wir auch noch. Könnte natürlich auch hier mit dem Scania-Logo nehmen, aber wir nehmen das. Das passt einfach dazu. Genau. So, okay. Dann hier auch die Pinöpis drauf. Hier auch die Pinöpis drauf. Dann... Wollen wir hier einfach nur das Scania-Dings nehmen? Ja, guck mal, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier nehmen wir nur das Scania-Teil. Dann machen wir aber trotzdem diesen... Guck mal, das machen wir so. Das sieht geil aus, oder? Das sieht schon gut aus. Mir gefällt das. Wie finden ihr das? Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall. Okay, das Heck beim Scania natürlich ganz wichtig. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier so ein Durchgehen. Ja, super, dass ich hier gar nichts sehe. Hallo? Ich wollte eigentlich so ein durchgehendes Teil. Moment mal. Erstmal brauchen wir hier den Pops. Das wird schwierig, ey. Das wird echt schwierig, was wir da nehmen. Das sieht ja mega klasse aus. Ich kann nicht mal rauszoomen, das ist so ätzend. Das sieht echt gut aus, ey. Das ist vor allem in Wagenfarbe. Aber mir gefällt halt das, da gefallen mir echt alle, ne? Das sieht auch mega krass aus. Hier können wir sogar noch so eine Lampen dran machen. Eine Positionslichter. Was ziemlich cool ist. So, und jetzt können wir nämlich hier so ein durchgehendes Teil auch machen. King of the Road. Das sieht natürlich auch Porno aus, ne? Mit diesem glänzenden Teil da unten. Das sieht schon gut aus. Das machen wir so. Okay. Super, dann haben wir schon mal das. Da müssen wir uns jetzt hier quasi noch der Front widmen. Hier gibt es so eine durchgehende Blende. Die hat sich, glaube ich, mal der Mücke gewünscht. Deswegen machen wir die auf jeden Fall mal. Und hauen wir uns einen Bügel drauf oder nicht? Ich bin mittlerweile... Ich meine, ein paar Lampen sind auf jeden Fall gut. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Das wären ein bisschen viele Lampen, glaube ich. Nee, den Quark machen wir nicht. Wir bauen uns so einen dezenten Bügel hier drauf. Und da schmeißen wir uns drauf einmal so eine Dröte, links, rechts, und dann kommt drauf die hier. Die mag ich eigentlich ganz gern. 4 Stück, damit es schön hell wird. Aber was ist denn jetzt hier neu? Warum sagt er mir, da oben ist ständig was neu? Das habe ich doch. So, okay. Dann haben wir hier noch die Frontblende. Ah. Oh, nee. In Wagenfarbe, oder? Wir nehmen die in Wagenfarbe. Die sieht gut aus. Das sieht so... Oh. Gefällt mir die ja fast am besten, ey. Hier könnte man so einen Spiegel dran bauen.
V8 Standard Ball. So. Okay, SISL. Die Mods haben wir drauf hier, genau. Die Mods haben wir drauf, meine Lieben. Da könnten wir uns jetzt so ein Schildchen hier reinmachen. Ich weiß gar nicht. Warte mal, da machen wir mal das. Gelb. Okay. Nee, das will ich nicht. Das sieht doof aus. So, warte mal, dann machen wir erstmal hier weiter. Boah, da kann man sogar hier vorne noch so ein Ding reinmachen. Hier können wir ja noch so ein V8-Emblem reinstellen. Ach, es gibt ja einfach zu viel Kitsch. Das sieht natürlich auch nice aus. Aber da ist das too much dann, oder? Mal ganz ehrlich. Bei Scania wird es ja echt übertrieben, ne? Nee, das mache ich nicht. Da stelle ich mir nichts mehr rein. So. Jetzt. Alter. Da machen wir das weiße Emblem rein. Das passt gut. Ach so. Alter, sieht das derb aus. Alter, sieht das derb aus. Alter! Also das ist schon ziemlich pervers, oder? Was es hier gibt. Leck! Das ist ja geil. Also das hier ist schon ein bisschen Porno. Okay, was können wir hier... Wow. Können wir nochmal zwei so eine Lappen dranhängen da unten? Scania Power. Scania Power. Wow. Also das ist schon krass, oder? Warte mal, jetzt könnten wir ja theoretisch hier erstmal noch ein paar Lampen drauf ballern. Das finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. So. Was können wir hier dran machen? Könnten wir noch so eine Positionslichter dran machen? Wollen wir hier so gelbe? Okay. Machen wir hier die gelben Lichterchen noch dran. Dass auch ja richtig Disco ist, wenn wir um die Ecke kommen. Wow. Hammer hat. So, das haben wir auch dran. Jetzt könnten wir hier noch was dran machen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht schon ein bisschen Porno aus. Also das ist schon ein echter Hammer, ey. Ja, jetzt wollen wir es aber mal nicht übertreiben, oder? Wow. Aber das ist geil. Also das gefällt mir, muss ich echt sagen, das gefällt mir. So, da haben wir ja schon mal, wo sind wir, bei 389.000 Ast. Na super, das ist aber auch. So, hier könnte man theoretisch noch einen Spiegel dran. Ach nee, hier waren die ollen Flanken. Das waren die Spiegel, das haben wir alles schon. Hier hauen wir uns mal so einen TomTom hin. Hier, meine Lieben, könnten wir... Ich überlege noch so ein bisschen. Ne, ein Schild hauen wir uns erstmal nicht rein. Wir machen erstmal das Lenkrad. Und da gibt es erstmal ein schönes... Scania... Scania, warte mal. Das könnten wir nehmen. Wir könnten aber auch das nehmen. Das machen wir auch. Also sieht... Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie es aussieht.
Okay. Okay, das ist crazy. Ist da die Türkei drauf? Ich überlege, das sieht eigentlich nicht schlecht aus hier. Der sieht ganz gut aus. Der gefällt mir. Okay, nehmen wir mal den. Dann geht's hier weiter. Da haben wir das Gebimmel, da kommt nichts hin, oder? Können wir das Leuchtschild hinmachen? Das stört mich aber wieder die ganze Zeit, das weiß ich jetzt schon. Ja, jetzt haben wir hier noch die Qual der Wahl, ne? Spiegel. Spiegelchen brauchen wir. Ist gar nicht mal so schlecht. Da können wir in Sien da so ein Brett hinbauen, ne? Auch der Hit. Okay, wartet mal. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier die Bude mit Wimpeln vollhauen. Schmeißen uns auf jeden Fall hier so eine Minions rein. Die finde ich nämlich super cool. Guckt auch zurzeit meine Tochter immer. Ja. Diese ollen Wimpel. Okay. Alter, hier gibt es so viel. Ey, das ist der Hit. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt hier die... Alter Schwede, was es alles nicht gibt. Telepass, alter Schwede. Ja, kannst du da auch noch ein Navi dran pappen, ey. Na, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, wir lassen das mal. Wir hauen uns hier in so ein Minion rein. Ach, nee, wir lassen das komplett. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Schreibt mal in die Kommentare. Aber auch hier, ey. Ich meine, klar, hier stellen wir uns auf jeden Fall... Wir hauen uns erstmal ein schönes Moment, eine schöne Fanda, genau, eine Fanda geht immer. So, okay. Eine Fanta. Was haben wir noch? Ey, der hat so viel Zeug hier drin, ne? Das ist der Hammer. Rauchen tun wir nicht. Nutella-Glas, ja, super. Eine Zewa-Box. Eine Zewa-Box brauchen wir definitiv auch. Parfüm. Ne, ein Parfüm nicht. Aber eine Kaffeetasse natürlich in Wagenfarbe. So, dann brauchen wir, oh Gott, lol, ist das heftig. Was haben wir denn hier alles? Aschenbecher brauchen wir nicht. Ein Axt, genau. Dann brauchen wir, nee, warte mal, was brauchen wir noch? Noch eine Tasse, genau, wir brauchen noch eine Tasse. Ganz wichtig, zwei Tassen. So. Scheißhaus. Nee, okay, das lassen wir vielleicht erstmal. Warte mal, dann lass mal, Scheißhauspapier kommt hier hinten hin. So. Cleaning Kit. Ach genau, hier, ein Bild. Ein Bild von der Tochter. Das ist auch ganz wichtig. Und von der Frau, noch wichtiger. So. Hier, Familienfoto, wollte ich doch eigentlich. So, dann kann man hier einen Taschenrechner einlegen. Oder die Fresse, so eine Fressbox. So eine Fressbox ist da am besten, oder? Hier noch so eine olle Krone. Ach komm, das reicht auch, oder? Hier vorne können wir noch was hinlegen. Hier vorne brauchen wir noch eine Taschenlampe. Nee, da warten wir eigentlich das Familienfoto. Genau. So, sehr schön. Das passt ja schon mal. So, wen sehr... hier, jetzt wird's lustig. Passt mal auf, was wir jetzt machen. Okay, ich bin schon bei 20 Minuten. Ist ja eine Katastrophe. So. Okay. Die ist gut hier, die ist gut, die ist gut. So, was können wir hier hinschmeißen? Ach, hier können wir den ganzen Quark nochmal hinhauen, oder was? Ist ja krass. Oh, hier! Oh,
Na, das ist ja mal geil, oder? Da stellen wir uns so einen Kennwurf hin. Boah, da hier ist so ein Renndrack. Jawohl, so ein Renndrack. Das ist cool. So, und was können wir uns hier? Hier kommt die Pizza hin, oder? Oder Magazine? Nee, Magazine nicht. Snacks. Genau, hier liegt der Baseballschläger. Immer griffbereit. Papierkorb. Naja, klar, warum nicht? Nee, Paketzulieferer machen wir nicht. Ein Feuerlöscher, First Aid Kit. Scheiße, was es hier alles gibt. Weihnachtsgeschenke, komm, wir tun ein paar Weihnachtsgeschenke hin. Das passt wenigstens gerade. So, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir das hier schon? Hier können wir uns noch einen Wunderbaum hinnehmen. Wunderbaum Cherry. Och, hier kann man noch eine ambiente Beleuchtung reinmachen. Ich glaub's nicht. Oder einfach hier so ein Gitterchen. Genau, so ein Scania. Jawohl. Nein! Warte mal, jetzt habe ich den draußen wieder abgemacht hier. Die ging aber, genau. Okay. So. Ich glaube, wir haben erstmal alles soweit, oder? Ein Müllhaufen von Auto. So. 399.000. Bestätigen. Unserer. So. Guck dir den an. Ein Monster, ey. Ein Monster. Kaufen. So. Wähle eine Garage aus. Wo geht man hin? Warte mal, den steckt man nach Dresden, oder? Nürnberg? München? Wo war denn Dresden? Da ist Dresden. Okay. So. Oh Gott. Habe ich den jetzt gekauft? Ja, den haben wir jetzt gekauft, ne? Den will ich aber, würde ich den gerne fahren. Und zwar Dresden. Da ist er. So, einsteigen, genau. Sehr gut. Okay. Ich habe aber noch was installiert, meine Lieben. Oh Mann, die Folge ist schon zu Ende. Tut mir echt leid. Ich hätte gerne noch einen Auftrag mit euch gefahren. Ich habe noch was installiert. Und zwar noch einen Mod. Pass mal auf. Wir setzen uns erstmal zurück. In der Hoffnung, dass es vielleicht Tag wird. Und? Naja, aber hier ist wenigstens Beleuchtung. Alter. Ach, scheiß die Wand an. Ein was haben wir vergessen. Na, ich war schon wieder viel zu voreilig. Wir haben doch hier gar nicht die Reifen genommen. Welche haben wir denn hier überhaupt genommen? Die Michelin X-Line Energy F, die 385er. Die da. Oh, hinten gibt es gar nicht so breite. X-Line Energy Z. Michelin. X-Line. Welche passen denn dazu? Ja, X-Line halt, ne? X-Line D2. Genau, die da. So. Okay. Nochmal 7.000 Euro für Reifen ausgegeben. Und jetzt. Jetzt. Das gibt's aber in der nächsten Folge. Moment, da muss ich mal ganz kurz... Ja, das gibt's in der nächsten Folge dann. So, aber kleiner Vorgeschmack. Mit Soundmod, meine Lieben. Alter, ja, du kannst doch mal aufräumen, Perle. So, mit Soundmod, meine Lieben. Nur für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. In der nächsten Folge gehen wir meinen richtigen Schwertransport an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Manus.